So, da sind wir schon ein zweites Mal. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Warum das zweite Mal? Die erste Aufnahme, der Rauchmelder ging auf einmal los bei uns. War auch gerade eine nette Geschichte. Ich war eigentlich schon im Shop, also um Punkt 1 Uhr. Jetzt haben wir Viertel nach 1. Und auf einmal ging halt der Rauchmelder los. War halt auch mal eine nette Geschichte, aber ist nichts passiert. Hatte keine Ahnung, Batterie leer, wir wissen es nicht. Der ging einfach los, warum auch immer. So. Ihr seht es unten rechts, das ist die Like-Anzahl vom letzten Video. Ich hoffe, wir können die überbieten. Also, wer noch nicht geliked hat, gerne ein Like da lassen. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Dann möchte ich natürlich erst nochmal Danke sagen an Sir Simon. Gruß geht erstmal an der Stelle auf jeden Fall raus. Dann haben wir noch ein neues Mitglied, nämlich den netten Maximilian. Auch danke für deinen Support. Schön, dass du jetzt auch in der Familie bist. Damit haben wir jetzt insgesamt 11 aktive Mitglieder. Gruß geht ja erstmal wirklich an jeden raus. Natürlich besonders an Sir Simon. Wir haben ja das Video gemacht, wo ich ihm ein bisschen Support gebe. Guckt euch das Video gerne nochmal an. Er hat halt die 10-Euro-Mitgliedschaft genommen, also die epische. Gruß geht an der Stelle natürlich nochmal besonders raus. Und wie gesagt, lasst ihm gerne ein Abo da, kostet euch ja nichts. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt rüber in den Shop. Und was sehen wir? Der Spinnenritter ist zurück. Ist schon bekannt, aber er ist definitiv nicht schlecht. Und ich glaube, der war auch schon länger nicht mehr da. Also mir ist er eigentlich so nicht bekannt im Shop. Dann haben wir noch die nette Aranje mit dem schönen Spinnenass zwar. Aber das Schlimme kommt jetzt eigentlich erst. Nämlich, warte, nach der Spitzhacke. Die übrigens noch reaktiv ist, also könnte sich lohnen für den einen oder anderen. Dieser Gleiter. Ich glaube, damit kann man jede Frau verschrecken. Der Gleiter ist echt krass. So, wie gesagt, wieder ein legendärer Skin da. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch den einkauft, gerne meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyHack. Guckt einfach nach, ob er noch drin ist. Wenn nicht, gerade wieder neu reinschreiben, würde mich natürlich supporten und einen kleinen Obolus bekomme ich natürlich auch noch dafür. So, dann gehen wir hier direkt mal rein. Die Zuki ist wieder da. Wo ich ehrlich immer sagen muss, Rückenaccessoire, beste überhaupt. Also das Rückenaccessoire ist besser als der ganze Skin. Weil so an sich würde ich sie, glaube ich, nicht spielen. Aber das Rückenaccessoire kann man definitiv für andere Skins gebrauchen. So, dann haben wir die Kupferwespe. Kam jetzt auch schon ein bisschen öfters mit dem passenden Rückenaccessoire. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht so besonders. Sieht man auch nicht so oft, finde ich. Dann natürlich die passende Spitzhacke. Heftiger Hieb. Ja. Naja. Dann die Stacheltarnung. Die ist eigentlich nicht schlecht. Also die gefällt mir eigentlich relativ gut. Ja, doch. Doch, die ist definitiv in Ordnung. Lol. Hier also mal in ganz groß. Wie ich das gemacht habe, weiß ich jetzt auch nicht. So, dann gehen wir direkt weiter. Für mich mit die schlimmsten Skins, die wir haben. Also mir gefallen sie überhaupt nicht. Ganz ehrlich, diese Soldaten überhaupt nicht mein Geschmack. Auch in den drei Varianten nicht. Aber wie gesagt, das ist wieder so eine Kategorie, muss jeder selbst entscheiden. Kostet allerdings aber auch nur 800 V-Bucks. Dasselbe nochmal in der weiblichen Variante. Aber natürlich auch wieder in drei Stilen. Also ihr kauft einen Skin und bekommt alle drei Stile auf einmal. So, dann haben wir gesehen, haben wir nochmal die Waffentarnung. Auch die, naja, ich weiß nicht. Aber wie immer muss jeder selbst entscheiden. So, dann haben wir die Einsatzleiterin. Die persönlich gefällt mir wieder richtig gut. Also inzwischen gefallen mir die 1200 V-Bucks Skins besser als die 2000er. Aber hier muss ich sagen, eher mit Kopfbedeckung bzw. mit Outfit am Kopf als so. Dasselbe gibt es natürlich noch in einer anderen Farbe, aber die grüne Variante, oder? Ja, wenn ich so gucke, blau-grün, blau-grün, Entscheidung treffen. Ich würde, glaube ich, grün nehmen. Oder? Ich weiß, da ist ganz schwer die Entscheidung. So, dann gucken wir mal weiter. Die Tarnung natürlich reaktiv, also bei jedem Kill füllt sich dieser Kreis immer mehr auf. Ist ein nettes Accessoire, kann man definitiv gebrauchen. Dann der Speer ist wieder drin, kleiner OG-Skin, dürfte eigentlich auch jedem bekannt sein.
Dann haben wir natürlich die Fraktalpunkt, die Tarnung wieder drin. Aber da muss ich sagen, davon haben wir eigentlich so viele Tarnungen inzwischen. Ist in meinen Augen nichts Besonderes mehr in dem Sinne. Dann, Achtung, komm doch. Dann haben wir noch Zuckerrausch drin. Musik. Musik ist immer gut. Tänze mit Musik. Und wir kriegen jetzt eine neue Musik. Aber 8-Bit kann nichts sein. Nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Puh, diese 8-Bit-Kacke, ich weiß nicht. So, das war's halt schon wieder mit dem Shop. Leider dann doch 15 Minuten später. Wie gesagt, Feueralarm quasi gehabt, aber alles im grünen Bereich gewesen. Und wie nochmal, ihr wisst ja, gerne meinen Creator-Code eintragen. Nicht vergessen, guckt bitte nach. So, dann gehen wir jetzt wieder rüber zu Rette die Welt. Ihr wisst ja, da kann man einiges an V-Bucks holen. Wir gucken einfach mal, was wir heute so an V-Bucks haben. Vielleicht haben wir ja heute mal V-Bucks-Missionen. Wir müssen einfach mal gucken. Ich gucke auch gerade selber nochmal V-Bucks-Missionen. Einfach bei Google, Free TV, V-Bucks und was haben wir? Es gibt wieder keine V-Bucks. Das ist doch ein Witz. Warum kriegen wir keine V-Bucks mehr? Wir gehen direkt rüber in den Shop und wir haben Upgrade Llama. Ja, also wer Überlebende braucht, da sind sie, aber auch doch für 150 V-Bucks. Da müsste man wieder warten, bis der Schleuderaffe sagt, die kann man sich kaufen oder eher nicht. Aber ich glaube, da gibt es auch nur einen. Ja, er ist drin. Ich schätze mal, wenn die bei einem oder dem anderen fehlen, wird das Ding gekauft. Aber ansonsten würde ich schon fast behaupten, ist zu teuer. Hier ist er nochmal drin, aber in der grünen Variante. Also ich würde eher sagen, die Finger weglassen. Dann, oh, der wird natürlich direkt gekauft. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon? Gerade schnell gucken. Helden, 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 Helden. Heldenauswahl. Natürlich, da wollte ich nicht hin. Verwalten. Ne, den habe ich definitiv noch nicht. So, können wir auch mal wieder ein bisschen Geld ausgeben. Dann habe ich nämlich jetzt nur noch 10.000. Der muss definitiv gekauft werden. Ja, es gibt noch was extra. Und natürlich gerne mit. So, ihr wisst ja, den werde ich mir trotzdem auf jeden Fall gönnen. Gucken, was er kann. So, das haben wir. Bodenkatapult habe ich schon. Ressourcen habe ich ja gesagt, wird sowieso alles rausgekauft. Kann man eigentlich in meinen Augen nie genug von haben. Und Gold hat man sowieso immer genug. Dann Überlebende, ihr kennt es, immer rauskaufen. Sache, wir werden jetzt eh den halben Shop leer kaufen. Denn man kann von allem nie genug haben. 10 Sturmsplitter braucht man später auch immer. Also wenn ihr jetzt schon das Gold habt, kauft einfach alles raus. Jetzt kann ich aus Erfahrung sprechen, da ich so weit oben bin. Man wird alles gebrauchen können. Hier nochmal schön 40 Regentropfen. Weil irgendwann hat man eh so viel Gold, das ist eh egal. Und wenn man wirklich aktiv spielt, ich kann nur sagen, aus dem Stream heraus, es haben sich jetzt einige Rettet die Welt gekauft. Und nicht erstmal, ja, würde ich mal sagen, grundsätzlich wegen den V-Bucks. Aber auch so, den Leuten macht das Spielen wirklich Spaß. Und wenn Battle Royale gerade nicht so viel zu bieten hat, bietet sich das natürlich auch an. So, jetzt müssen wir gleich eigentlich mal langsam alles rausgekauft haben. Den brauchen wir nicht. Dann holen wir die noch dazu. Zack, 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 zack. So, dann gucken wir gleich mal. 13.000 hatten wir noch. So, das haben wir rausgekauft, das haben wir rausgekauft. Vorteil fix kann man auch nie genug haben. Zack. Wird auch rausgekauft. Wäre schön, wenn ich das Ganze mal immer an V-Bucks hätte. So, rausgekauft, rausgekauft. Brauchen wir nicht. Kaufen wir das noch raus. So, wie gesagt, wir sind mit 13.000 Gold rein. Und jetzt haben wir nur noch. War nicht hier noch was? Ne, die sind auch schon ausverkauft. Hier kam auch sonst nichts groß dabei.
die kam noch mal dazu. Aber mal gerade 11.000 Gold ausgegeben. Und da würde ich sagen, war es das jetzt auch schon wieder mit dem Shop-Video. Und denkt dran, bitte lasst ein Like da. Es kostet euch nichts, supportet mich. So können wir ein bisschen mehr Reichweite erreichen. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.